Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars, zum Mars Express DLC. Und ja, ich habe gerade die vorherige Folge aufgenommen und dann einen Screenshot gemacht für das Thumbnail. Und dabei ist mir aufgefallen, ne, ich habe so diese Perspektive hier in etwa gehabt. Ja, eher so. Ja, keine Ahnung, so in der Richtung. Da habe ich gedacht, okay, Stützen wären hier in der Nähe der Kuppel vielleicht nicht die dümmste Idee. Ne, dass wir hier so ein bisschen diese ganzen Sachen mal etwas abstützen, ne? Wäre, glaube ich, klug. Das haben wir jetzt gemacht. Und ich sehe gerade, das Ding ist ja fast fertig. Jetzt ist es fertig, unser Grubenlabor, okay? Unsere Ingenieure finden, dass ein Laborexperiment an der Grube erleichtern würde und wir nur so ihre Geheimnisse aufdecken. Wenn wir alle überschüssigen Ressourcen dafür investieren, sollten wir nützliche Forschungsdaten erhalten. Unsere Ingenieure und Wissenschaftler haben sich eine Reihe ausgefeilter Experimente überlegt. Sie sind zuversichtlich, dass wir mit den Instrumenten des Labors und den spezifischen Versuchsparametern ein für alle Mal feststellen können, wie tief diese Grube ist. Lasst die Experimente beginnen. Okay, wir brauchen natürlich jetzt Leute. Ach, wir können das Ding auch noch upgraden. Ja, das machen wir doch mal. Eine neue bahnbrechende Technologie wird freigestellt. Oh gut, dass wir das gemacht haben und nicht einfach 10 Blöcke irgendwas da reingeworfen haben. Im Beton haben wir sehr viel, das können wir mal nutzen. Gesteinsabfälle auch. Ja, schauen wir mal. So, wir werden auf jeden Fall jetzt Leute hier unten brauchen. Wie kriegen wir die denn dazu, hier runterzukommen? Kriegen wir die überhaupt dazu? Ich setze erstmal die Priorität von dem Ding hier ein bisschen hoch. Okay, warum wird jetzt die Einsturzstelle da zum Beispiel mal wieder nicht weggeräumt? Das ist doch... Ja, ich kann schon sagen, das nervt mich auch ein bisschen. Da jetzt das gleiche wieder. Naja, jetzt wird's gemacht, okay. Aber dies hier trotzdem nicht. Vielleicht ist das, wäre es auch schlauer mit dem Sucher, die... Oh, da hinten haben wir wieder was. Die Gegend hier zu untersuchen, als es mit dem Erkunder zu machen. Weil der hat direkt Drohnen dabei, um die Sachen auch wegzuräumen, ne? Das ist schon nicht so ganz dumm. Überall unebenes Terrain. Wird das hier denn gehen, oder? Geht nicht. Das geht auch nicht. Seltene Anomalie analysiert. Leben. Wir haben einige versteinerte Mikroorganismen gefunden, von denen manche noch immer in einer bernsteinartigen Substanz eingeschlossen sind. Ui.
Das ist ein großartiger Fund. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass die Ozeane des Mars vor etwa 4 Millionen Jahren voller Mikroben waren. Manche davon haben eine bernsteinartige Substanz abgesondert, die andere Mikroben umschlossen und konserviert hat. Es wird vermutet, dass es auch Pflanzen- oder baumähnliche Organismen existiert haben. Jedoch ist es noch zu früh, um diese Annahme zu bestätigen. Wir haben möglicherweise revolutionäre genetische Marker in diesen Mikroben gefunden. Vielleicht können wir eines der Probleme der Menschheit heilen. Worauf sollen wir uns konzentrieren? Boah. Schalte eine neue, bahnbrechende Technologie vor. Eieieiei. Alter. Da muss ich echt mal drüber nachdenken. Das will ich nicht einfach so beantworten. Also wir könnten den Tod, aber das gehört... Also das wäre jetzt für mich persönlich etwas, was ich mega cool finden würde. Aber das wird der Menschheit auf Dauer zu viele Probleme geben. Schlaf würde bedeuten, wir brauchen keinen Schlaf mehr. Ich schlafe viel zu gerne, als dass ich das gut finden würde. Aber wenn ich keinen Schlaf mehr brauche, wenn es mir ohne Schlaf genauso gut geht. Erschöpfung. Alter. Ich hätte mir Krankheiten gewünscht. Das hätte ich nicht lange überlegen müssen. Aber diese Sachen... Ich nehme die Erschöpfung. Neue bahnbrechende Technologie freigeschaltet. Wir haben den marsianischen Einfallsreichtum Durchbruch freigeschaltet. Wir können unsere Forscher darauf ansetzen, wann immer du willst, Kommandant. Ja, da wir sowieso nichts anderes haben. Kolonisten, die auf dem Mars geboren wurden, erhalten 10 mehr Leistung. Achso, die haben das Ding schon weggeräumt. Das sah gerade so aus, als ob das noch da ist, aber war vielleicht auch ein Anzeigefehler. Okay, der wird mal wieder nicht weggeräumt. Das jetzt auch wieder, wie kann das sein, dass das hier nicht weggeräumt wird, aber ich komme da auch nicht durch. Na, jetzt geht's. Okay. Und sonst, wenn ich einen Auftrag rein und rausnehme, geht's nicht. Ja, das spricht auch ein bisschen Frust aus mir, muss ich ja sagen. Naja, gleich sind wir hier. So, gibt es jetzt die ersten Bewohner hier unten? Nein, gibt es nicht. Okay, dann muss ich jetzt noch herausfinden, warum das so ist. Okay, wir sind im Automodus. Ich könnte natürlich auch mal... Bonus 678. Das Ganze mal so machen. Oh. Hm.
Also einfach mal 12 Kolonisten anfordern. Die werden dann mit Shuttles hoffentlich hierher gebracht. Ach, die sind schon da. Wo sind denn die? Ach Gott, hier, die laufen. Das geht doch im Leben nicht gut. Lassen die sich denn nicht von den Drohnen fliegen? Oh. Ne, Kolonisten transportieren. Alles transportieren. Dann machen wir das mal auf Kolonisten. Das große unterirdische Shuttle-Rennen. Ist damit gemeint, dass die 12 Kolonisten dahin rennen, oder? Einige unserer Ingenieure und Marketing-Experten haben uns eine Idee für ein Event im asiatischen Untergrund unterbreitet. Sie wollen ein Rennen mit einigen unserer Shuttles durch die Tunnel veranstalten. Unser Marketing-Team verhandelt bereits mit verschiedenen Unterhaltungsfirmen auf der Erde über die Übertragungsrechte. Das könnte ein profitables Unterfangen werden. Spannend, aber... Ach komm, dann bauen wir neue Shuttles, was soll's. Echt schaffen würden. Ja. Nein, schaffen sie natürlich nicht. Ah, doch, einige sind schon hier. Okay, das Ding braucht dann doch Strom, ja. War eigentlich zu erwarten. Na gut, das ist ja dann okay, wenn die da jetzt doch welche darüber geschafft haben. Dann ist es zwar doof, aber nicht so dramatisch, wie ich dachte. Jetzt stellen wir wieder auf Automatikmodus. Eine Mission in Gefahr. Die aktuellen Tode von Kolonisten sind eine beunruhigende Entwicklung. Ja, finde ich auch, aber... Ich muss fairerweise sagen, ich weiß nicht, wie ich es anders hätte hinkriegen sollen. So. Hier unten sollten wir vielleicht mal ausstellen, dass hier, wenn die Kuppel voll ist, Geburten erlaubt sind. So, inzwischen können wir ja auch Metalle reinschicken. Ich würde sagen, Maschinenteil. Oh. Jetzt, wo das Ding Strom hat, wird das hier auch beleuchtet. Okay, ein Großteil ist da. Es fehlt noch ein elektronisches Gerät und ein Schwung Gesteinsabfälle. Apropos Gesteinsabfälle. Habe ich nur den einen gebaut? Ich dachte, ich hätte zwei gebaut. Können wir hier auch in drei Schichten arbeiten, oder? Das ist so klein, das Ding hier. Research. Research complete. Masianischer Einfallsreichtum ist erforscht, ja. Das ist ja was. So, hier können wir jetzt... Hm.
noch mal ein bisschen freiräumen. Die Drohnen rein, dann immer etwas flotter. Okay, da scheint es tatsächlich von der Seite aus dann keinen Durchweg zu geben. So, wo ist es denn zusammengekracht? Hier? Nicht? Ja, teilweise. Da auch. Oh. Trotz Stütze. Ach so, die ist kaputt gegangen. Eine Fehlfunktion. Okay, dann fahr du doch mal hierher und kümmere dich darum. Da kommt er schon. So. Warum? Ach, ich möchte mich gerade nicht drüber ärgern. Wir nehmen es einfach so hin, wie es ist. Shuttle-Rennen-Unfall, na, wer hätte das gedacht? Du erhältst 5 Milliarden, aber verlierst einen Shuttle. Ach ja, das ist eine gute Quote. Bauen wir doch mal eins wieder dazu. Und stellen das hier um auf alles transportieren. Genau, dann können die auch wieder Materialien hin und her bringen. Das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Deswegen kam auch hier wahrscheinlich nichts Neues mehr an. Genau, weil alleine hier das Ding müsste jetzt ordentlich gefüllt werden. Vielleicht bauen wir hier oben auch noch eine. Wird nicht gewartet. Ergänzen wird das nochmal. Was macht der Strom hier? Ja, da wird schon irgendwann kritisch. Dann bauen wir nochmal einen Stirling-Generator dazu. Kann man da eigentlich auch sehen, dass diese Zeug runterschmeißen oder? Oh, jetzt bin ich aber. Hey. So, der eine tippert da was die ganze Zeit in der Tastatur rum und der. Oh. Der hat noch nicht gemerkt, dass der Chef gerade zuguckt. Deswegen, der tut gerade nichts. Überwachung ist ja auch verboten, von daher machen wir das auch mal nicht. So. Leo hat Feierabend. Das Leo war, der da so tatkräftig ja, geguckt hat, ob die oder aufgepasst hat, dass die Wand nicht umkippt. Man weiß es nicht so genau. Mensch, du sollst doch hier bohren. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass du da nur rumstehst. Ja, das geht eher langsam vorwärts. Aber wollen wir es positiv sehen, der Rest ist da.
So, das können wir jetzt so verlassen. Da ist das Ding. Achso, die wird noch freigeräumt. Ja, aber das Material, was da freigeräumt wird, wird doch hoffentlich direkt dahin gebracht. Aber da sieht es nicht nach aus. Wird es mal so. Jetzt wird da ganz viel, ganz schnell hergebracht, denke ich. Ja. Und dann kann es da gleich reingebracht werden. Ich lasse den mal da, wenn ich das nächste Mal den Spielstand lade. Vielleicht hilft es dann. Sonst hätte ich die jetzt hier rüber geholt, weil die könnten natürlich helfen, das Zeug von hier aus da reinzubringen. Weil da wären mehr Drohnen tatsächlich hilfreich. Vielleicht. Machen wir es dann doch jetzt mal so. Sind die Drohnenfertigbauten hier drunter zu finden, oder? Oh Gott, das sind so viele. Na, ich müsste nur gucken, ob... Naja. Ich will halt jetzt keine Drohnen von oben wegholen, sondern ich würde gerne Drohnen fertig bauen, oder? Ne, dann lassen wir das lieber. Dann mache ich einfach mal Folgendes. Dann gibt es hier noch einen weiteren Drohnenhub. Die hier helfen. Okay, das Ding leert sich echt schnell. So, dadurch, dass ich natürlich den Rest hier eingeschaltet habe, nehmen wir da mal Gesteinsabfälle raus. Vielleicht steigt das dann ein bisschen schneller hier an. Können wir dann auch die Prio hochsetzen. Naja, es sorgt auf jeden Fall mal dafür, dass da mehr Leute arbeiten. Dafür da niemand mehr. Ja, das ist natürlich auch jetzt so ein bisschen am Ziel vorbei. Dann stelle ich das auch mal hoch. Dann gleicht sich es hoffentlich wieder aus. Warum ist denn das so langsam? Gucken wir mal, ob wir mit dem ferngesteuerten Konstruktor die Sachen da direkt auch hinbringen können. Die holen das Zeug trotzdem von da, ne? Ah, jetzt geht es wenigstens ein bisschen aufwärts. Beim nächsten ist es Metall, Treibstoff und besondere Mineralien. Und da sind es nur besondere Mineralien.
Ja, aber dann wird es auch irgendwann schon knapp, ne? Ach Gottchen. Was haben wir denn hier alles? Neues Spezialprojekt. Vegetation verbreiten. Oh, wir kommen aber... So langsam kommen wir echt gut. Also vorwärts und Richtung 100%. Wenn die beiden durch sind, sind wir bei 97. Ja. Da kann man auch inzwischen schon Wald zu sagen, ne? Ich möchte doch gerne wissen, was wir für eine bahnbrechende Technologie freischalten. Ich schätze, euch geht das auch ähnlich, oder? Da ich das hier auch noch ausschalte. Ich stelle Maschinenteile mal aus, die müssen wir da nun wirklich nicht. Wir haben schon 75 oder so runtergeworfen. Zumindest hatten wir mal 150. Die können natürlich auch woanders verbraucht worden sein, aber ich glaube schon, dass ein nicht unerheblicher Teil da gebraucht wurde. Wir testen das mal. Ich stelle mal den Rest aus. Gucken, ob wir schnell jetzt vorwärts kommen. Was man denn dann so schnell nennen kann, ne? Warum werden hier keine Leute runtergelassen? Vielleicht ist das ein Grund. Dass wir hier oben auch einfach nicht zu viele Leute haben. Breakthroughs discovered. Oh, ich glaube, es ist fertig. Es ist fertig. So, dann können wir jetzt hier wieder Beton einstellen. Und Metall auch. Grubenlabor-Experiment. Großer Wurf. Ziel des Experimentes war es, mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Ressourcen zu messen, wie verschiedene Materialien auf die sich ändernden Umstände reagieren, während sie in die Grube fallen. Die Masse, die hinunterfällt, wird als Nutzlast bezeichnet. Die elektronischen Geräte messen die Auswirkungen von Temperatur, Magnetismus, atmosphärischem Druck und Schwerkraft auf die Materialien in der Nutzlast. Wir haben fast einige Minuten lang Daten empfangen, ohne dass es Anzeichen dafür gab, dass wir auf dem Boden aufgeschlagen wären. Wir hätten sogar Treibstoff geladen, der beim Aufprall explodieren sollte. Da keine weiteren Daten empfangen wurden, bleibt die Frage nach dem Boden der Grube unbeantwortet. Huch. Die Daten, die wir zurückerhielten, werden uns helfen, mehr über das Magnetfeld des Mars, die Auswirkungen der Schwerkraft in der Nähe des Kerns und die Auswirkungen auf verschiedene Materialien unter diesen Umständen zu erfahren. Effekt, du hast eine zufällige bahnbrechende Technologie freigeschaltet. Dann müssen wir ja gleich mal schauen, was das ist, und wir machen oder geben direkt Teil 2, also Experiment Teil 2 in Auftrag kritische Masse. Und wir schauen uns mal an, was wir hier haben. Drohnen können zwei Ressourcen gleichzeitig transportieren. Das ist natürlich, das ist was Gutes.
Das ist sogar richtig gut. Das heißt, unsere Drohnen können ja... Also theoretisch würden mit der Hälfte der Drohnen das gleiche erreichen oder unsere Drohnen schaffen doppelt so viel. Das heißt auch beispielsweise die Anlieferung der Materialien hier. Das ist richtig gut. Naja, das werden sie trotzdem nicht schaffen. Na, vielleicht, da gilt vielleicht das gleiche. Ich habe jetzt 3 Folgen gleich am Stück aufgenommen. Vielleicht muss man da dann auch einfach mal hingehen und dass es nach dem Neustart wieder funktioniert. Ich hoffe mal darauf. Gut, das Ding werden wir beim nächsten Mal sehen. Die Erforschung davon läuft. Die 4 Bohrer sind hier unterwegs. Ach so, der eine, der nicht gearbeitet hat, das war dann der, den ich hier unten habe bauen lassen. Jetzt verstehe ich. Ja, ja, okay. Manchmal braucht es einen Moment. Oh, wir haben noch immer nicht den Sauerstoffspeicher voll. Erstaunlich. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich sehen, wie wir bei 97%, vielleicht schaffen wir sogar die 100. Wir werden den nächsten Teil des Experiments freischalten und dann schauen wir mal, was wir hier unten noch so haben. Also, ich weiß nicht, ob es hier noch mehr gibt zum Erkunden. Das ist halt wirklich blöd, ne? Dass man theoretisch so in jede Ecke reingucken muss, aber... Ja, mal gucken, wie wir das machen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss.